So, und damit auch herzlich willkommen auf YouTube. Es ist ein Samstag, wir sind gerade im Stream, wir spielen endlich Martha is Dead. Mir wurde gesagt, dass es im Spiel selber nochmal Hinweise darauf gibt, aber kurz vorher nochmal. Ich bin nicht wirklich gespoilert, aber ich weiß, dass das Spiel sehr schwierig ist. 1000 Triggerwarnungen gebe ich jetzt raus. Es ist keine leichte Kost. Es ist von den Entwicklern von The Town of Light. Wer das gesehen hat, weiß so in etwa, worauf wir uns jetzt hier vorbereiten müssen. Auch nochmal an meinem Stream, die Leute, die dazugekommen sind. Keine leichte Kost, ist völlig okay, wenn ihr wegschaltet. Und auf YouTube, wie gesagt, ihr seid vorgewarnt. Ich drücke jetzt mal die Maustaste zum Starten. Wir haben gerade einige Einstellungen gemacht. Ich werde die Kamera jetzt erstmal wieder ausblenden. Und wir starten das Spiel. So, bitte stell die Helligkeit ein. Okay, das haben wir gerade schon gemacht. Die Geschichte von Martha is Dead und die darin vorkommenden Charaktere sind fiktiv. Das Spiel enthält möglicherweise unangenehme Szenen und behandelt teilweise Themen, die einige Spieler beunruhigen könnten. Das Spiel wird für ein erwachsenes Publikum empfohlen und trägt die entsprechende Altersfreigabe. Da es sich um ein erzählerisches Drama für Erwachsene handelt, verwendet das Spiel künstlerische Interpretationen, die visuell beunruhigend sein und Unbehagen hervorrufen können. Martha is Dead erforscht die Komplexität der menschlichen Psyche, psychologische Traumata und Selbstschädigung. Das Spiel wird nicht für Spieler empfohlen, die die Darstellung von Szenen, die Blut, Zerstückelung, Entstellung von menschlichen Körpern und Selbstverletzung enthalten, als störend empfinden könnten. Wenn du selbst oder jemand, den du kennst, Probleme hast, findest du Informationen und Krisenhilfe unter folgenden Link. Ciao, ich bin Julia. Julia K. Gut, dass Sie da sind. Mich hat seit Ewigkeiten niemand mehr besucht. Es ist schon Jahre her. Ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen, aber wo soll ich nur beginnen? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage. Ich erinnere mich nur an den Sommer 1929, als Sie mich zu meinem Kindermädchen schickten. Neues Kapitel, Nanni, die Legende. Erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Nein, kleiner Spatz, heute Abend nicht. Ein Nebel kommt auf. Siehst du? Ja, ich weiß. Und wenn es neblig ist, tötet die Frau junge Mädchen. Aber warum ist sie so böse? Weißt du, Julia, Schmerz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun. Auch wenn wir eigentlich gute Menschen sind. Genau wie Soldaten, die andere Soldaten töten müssen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau, dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter. Also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein, ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, Nanni. Ich gehe schlafen und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein. Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanni, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag, und weil du keine junge Frau bist, kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist. Bitte, oh bitte, 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 bitte. Danach schlafe ich ein, versprochen. Oh, na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr.
Ich habe Nanny geliebt. Und diese Geschichte. Sie klang mit jedem Mal faszinierender. Und immer wie neu. Ich habe Nanny jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen. Obwohl sie mir Angst gemacht hat. Selbst heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern. Und daran, wie glücklich ich war. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Sie freute sich auf einen Spaziergang mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete, nicht ihre große Liebe. Die Arme, das ist unfair. Das Leben ist manchmal unfair, Schatz. Aber so ist es. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Na gut, ich versuch's. Aber das macht mich so wütend. Weiter, Nanny. Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Der weißen Frau. In den Tiefen dieses Sees gefangen. Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen. Auf der Suche nach ihrer längst verlorenen Liebe. Im Nebel der Morgendämmerung behauptete schon so mancher Jäger, in der Ferne das Wehklagen einer Frau vernommen zu haben. Jedes Mal, wenn die traurige Erinnerung an die Nacht, in der sie ihr Leben verlor, in ihrer Seele hochkommt, nimmt sie einer jungen Frau das Leben. Indem sie einer solchen Jugend das Leben raubt, fühlt sich die weiße Frau, wenn auch nur für einen Augenblick, frei von der Schwere ihres Schmerzes. Gute Nacht, Nanny. Gute Nacht, Schatz. Ich habe fast 3 Jahre bei Nanny verbracht. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich schnell verlernt, glücklich zu sein. Meine Erinnerungen kehrten erst 15 Jahre später zurück, 1944. Während ich dort lebte, beschäftigte ich mich damit, im Wald am See Kameras aufzustellen. Mein Vater hatte ein Gerät gebaut, das man an die Kameras anschließen konnte. Damit konnte man in festgelegten Intervallen Fotos machen. Ich habe versucht, Tiere zu fotografieren und was es sonst noch so an diesem verdammten Ort gab. So, neues Kapitel, der See. Da bin ich wieder. Das kenne ich, glaube ich, noch aus der Demo. Also alles so, also jetzt schon grandios. Die Synchro wirklich 1A. Also
Ich habe gerade im Chat gelesen, es ist eine der besten deutschen Synchros im Spiel überhaupt. Und ich habe nur ein bisschen jetzt gehört, aber ich kann es auf jeden Fall nur bejahen. Wirklich fantastisch. Die Stimmung an sich jetzt schon, dieses Drückende, am Anfang das Gesicht, wirklich auch mit den ganzen Poren und sowas, was wir hatten. Das ist ein Indie-Studio, immer noch. Und wie gesagt, das ist von den Entwicklern von The Town of Light und allein jetzt schon ist alles ganz furchtbar. Und wir stehen jetzt wieder an diesem See. Es ist ein nebliger Tag. Wir können uns doch relativ weit umschauen. Und wir öffnen mal den Kameradeckel. Film abrollen. Kamera öffnen. Alte Filmrolle rausnehmen. Ich wollte mir kurz, nachdem ich die Demo gespielt habe, wurde ich mir tatsächlich, habe ich ein bisschen im Internet geguckt, weil mich die Kamera tatsächlich interessiert hat. Rein mit dem Film. Neuen Film reinlegen. Kamera zumachen. Film laden. Bitte nicht spoilern im Chat, auch wenn ihr die Demo schon gesehen habt. Triggerwarnungen haben wir rausgegeben, Triggerwarnungen haben wir vorgelesen, Triggerwarnungen gab es jetzt auch im Let's Play. Bitte nicht spoilern. Timer aktivieren. Das Geräusch. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Schwimmt etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen. Mhm. Was? Ist das ein Mensch? Ich muss ihm helfen. Den ganzen Tag mit Träumereien. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Es war meine Schwester. Mein Zwilling. Ein Teil von mir. Tot. Unbegreiflich. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte. Ich muss ruhig bleiben. Martha ist nicht tot. Das kann nicht sein.
Das ist nicht wahr. Keine Panik. Es ist alles in Ordnung. Kleiner Fakt zur Musik. Alles wird gut. Das Lied wurde live unter Wasser aufgenommen. Die Sängerin singt auch unter Wasser, deswegen hört sich das alles so an. Martha ist nicht tot. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Keine Panik. Es ist alles. Alles wird gut. Martha, 26. Februar 1923. Ist alles okay? Bist du verletzt? Was machst du da? Los, Erich, lauf! Meine Eltern rannten auf mich zu und meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft. Und der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen. Martha, ist alles in Ordnung? Fragte sie mich ganz langsam, damit ich ihre Lippen lesen konnte. Sie dachte, ich sei taub. Sie dachte, ich wäre Martha. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeigeht. Also nickte ich leicht. Mir war nicht klar, dass ich etwas getan hatte, das unumkehrbar war. Ich musste nun so tun, als wäre ich Martha. Für immer. Kurze Frage. Fehlt da nicht gerade was? Fehlt denn nicht eine Szene oder kommt die Szene eventuell schon noch? Ich muss das mal ganz kurz den Stream tatsächlich fragen. Kommt später. Okay, alles klar. Gut, dann spielen wir erstmal weiter. So, da bin ich wieder. Ja, das mit dem Lied, das hat mir tatsächlich jemand aus der Community auf Twitter geschickt. Da gibt es ein YouTube-Video. Da sind alle in solchen Glaskästen gefüllt mit Wasser und die Frau, also alle spielen die Instrumente unter Wasser, das muss mega schwer sein. Und die Frau singt halt auch unter Wasser, deswegen hört es ist wirklich unfassbar. Das Kreuzzeichen oder Aufstehen. Da haben wir die Martha jetzt. Das Kreuzzeichen. Oh Herr. Der du die Sterbenden zum Leben erwächst, gib dein Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, o Herr, und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Mama findet immer für jeden etwas zu tun. Okay. Wir können jetzt so interessante Punkte. Okay. Oh mein Gott. Den habe ich jetzt gerade aber gar nicht gesehen. Da liegt also eigentlich Martha. Und wir reden nicht, weil Martha wohl taubstumm war. Oder stumm. Ich kann mich nicht mehr recht an die Demo erinnern, aber wir haben quasi jetzt ihren Platz eingenommen. Sie ist unser Zwilling, so sehen wir auch aus. So lebendig halt. Da ist der Vater. Was ist das? Kann
nicht da. Das. Papas Oboe. Wir bereiten ein schönes Duett zusammen vor. In den seltenen Momenten, in denen er zu Hause ist, versteht sich. Errungenschaft freigeschaltet, der Herrscher. Ein Telegrafenkasten. Ich weiß, wie man damit umgeht. Papa hat es mir beigebracht. Es gibt keinen Grund, das Telefon jetzt zu benutzen. Taubstumm, okay. Und sie lebt jetzt quasi das Leben als Martha weiter und darf nicht mehr reden. Ein altes Gemälde. Ich finde es so traurig. Es vermittelt mir ein Gefühl von tiefer Einsamkeit. Ich will ein bisschen rausgucken. Ach, schön, wie sich das... Also die Grafik, ne? Fantastisch. Die einzige Möglichkeit, Martha und mich voneinander zu unterscheiden, war die Kleidung. Selbst Mama konnte uns nicht auseinanderhalten. Martha und Julia. Dieser Maler war ein Freund von Opa. Ich habe seine Bilder immer geliebt. Als Kind habe ich sie stundenlang angesehen. Ich dachte gerade, das wäre... Ich habe nicht gedacht, dass es ein dicker Po ist. Mama und Papa. Sie sind der Inbegriff von Reichtum und Eleganz. Hm. Aber dem Schmerz ist Geld und Stil egal. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. In unserer Villa müssen es sogar noch viel mehr sein als hier. Ich muss ja sagen, ich finde es immer noch krass, dass das wohl damals, ich weiß nicht, ob das nur in Italien so war, wirklich wohl so war, dass man jetzt unter anderem die tote Zwillingstochter aufgebahrt im eigenen Haus noch liegen hat, bevor sie dann endgültig abgeholt wird. Das finde ich sehr, sehr krass. Immer noch. Diese Jagdgewehre gehören nicht Papa. Er ist nie auf die Jagd gegangen. Nanny muss sie hier gelassen haben. Nanny hat die hier gelassen? Ich weiß nicht. Papa, Mama und meine Großeltern. Es ist schwer fassbar, dass Vater Soldat ist. Mama wäre besser geeignet, wenn sie keine Frau wäre. So, ich glaube ansonsten, bis auf die Kerzen jetzt, haben wir alles, ne? Wir können allerdings jetzt auch nochmal hier hingehen. Oh, hier haben wir noch was. Papas Stöcke. Sie sind so schön, aber ich weiß nicht warum, aber sie haben mir immer Angst gemacht. Das Problem. Die Sache ist, ich kann ja jetzt bei den Kerzen was machen. Kann ich hier weiter oder ist das... Ah, okay. Weil ich will ja auch nichts verpassen. Kann aber wirklich sein, dass wir trotz diesen, ja, trotz dem, wie die Leertaste drücken, Sachen übersehen. Das ist aber nur ganz normal. Das ist wirklich ganz normal. Das brauche ich im Moment nicht. Okay. Hallo? Ja, also, krasse Sache. Immer noch, dass sie hier einfach liegt. Und das ist ein Feuerzeug. Okay, krasse Sache, dass wir das Feuerzeug einfach direkt mitgenommen haben. Ich wusste nicht, dass es eins ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, die Musik, ne? Die Atmosphäre bei diesem Spiel. Pioka, einfach zuschauen. Wenn du fertig bist, kannst du bitte die Blumen holen? Oder Martha schicken, wenn du magst. Nie hat man seine Ruhe. Auch nicht in einer Zeit wie dieser. Sie kann keine Sekunde stillsitzen. Papa muss am Boden zerstört sein. Er liebt mich. Ich habe es vermasselt. Und jetzt muss ich zusehen, wie er unter meinem Tod leidet. Ja, ich kann zumindest die Kerzen für ihn anzünden. Und ihn im Schlaf etwas Trost finden lassen. Ja, das sind ja eigentlich wir hier, ne? Ich hatte da gerade noch etwas gesehen. Ich dachte, ich konnte Martha vielleicht auch nochmal angucken. Das Spiel ist zu leise. Automatisch gespeichert. Da vorne können wir noch was gucken. Ist das jetzt besser? Nee, gar nicht. Okay, super. Dann können wir lassen jetzt mal so.
Auf 80, das müsste okay sein. Ist nicht zu leise, okay, super. Weil das Problem ist, wenn ihr mich jetzt gleich nicht hört, dann habe ich auch Probleme in der Aufnahme für YouTube, weil ich lade das nämlich quasi direkt vom Stream dann. Also ich lade die Streamaufnahmen runter, weil es gerade im Moment nicht anders geht. Nein! Passt alles. Wenn Mama nach was fragt, gibt es kein Entkommen. Ja doch, ich bleib noch ein bisschen hier. 17. Juli 1944. Unsere Familie ist in tiefer Trauer und denkt in dieser extrem schweren Zeit an euch. Ernesto E. und Familie. Verwenden Sie W., um das Telegramm zu ändern? Ah. 17. Juli 1944. Wir sind im Herzen bei euch und teilen eure Trauer über den tragischen Verlust eurer geliebten Julia. Monsignor Attilio D. Kriegsministerium. Generaldirektor für Wehrpflichtige und Unteroffiziere. Wir trauern um euren plötzlichen Verlust und sprechen unser aufrichtiges Beileid aus. Oberstleutnant Berichterstatter. Okay. Ich kann es nicht ausschalten. Wir müssen aufs Radio hören. Jegliche Nachricht und Ankündigung kann lebenswichtig sein. Ich gehe besser. Sonst wird sie noch ernsthaft böse. So, das hier lassen? Ey, krass, dass man das machen kann hier. Nochmal zurück. Ne, hier haben wir auch nichts. Scheiße, ich will schon Musik lassen. Wir lassen das hier mal. Oh, wie krass. Nein, fröhliche Musik gibt es nicht. Gerade haben wir ein bisschen... So, hol die Blumen bei Mutter ab, bevor sie sauer wird. Ja, natürlich, machen wir sofort. Das brauche ich im Moment nicht. Okay, dann gehen wir mal schnell zur Mutter. Sehen wir die jetzt auch? Ja, ne? Wir haben sie in der Demo nicht gesehen, nur so angedeutet. Oh, wow. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Gut. Sollen wir mal ganz kurz schauen. Vater, können wir vielleicht dir die Blumen geben? Nein? Okay. Bitte auch kein Backseat Gaming, ne? So, ich habe die Blumen. Das ist sehr toll. Ich drücke mal die Leertaste, aber jetzt zeigt er mir nichts an. Moment. Da vielleicht. Auch nicht? Da. Okay.
Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Okay, jemand hat die Tür zugemacht. Ich muss tatsächlich mal in die Einstellung. Und jetzt mache ich was ich wirklich in noch keinem Spiel gemacht habe. Ich werde das hier mal ein bisschen höher drehen, damit wir uns ein bisschen schneller umsehen können. Wartet. So. Das ist eine Premiere. Das ist wirklich eine Premiere. Ja, besser. Erich, wach auf. Findest du es angebracht, ausgerechnet hier zu schlafen? Was? Hm? Ja, ich war so müde. Okay. Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Deine Tochter? Deine Tochter? Du hast noch eine Tochter. Die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kannst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan, das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julias Schuld, nicht wahr? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Boah. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Julia ist tot, Irene. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Sie hat immer nur Probleme gemacht. Es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht erst geboren worden. Du spinnst! Ich spinne? Ich? Das getan, um mir zu schaden. Ja, dein Tod ist allein meine Schuld. Alles, was ich jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Was mache ich nur ohne dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? All die Zeit, die ich mit dir verpasst habe. Aber ich bin jetzt zu Hause. Wir können zusammen angeln gehen, Schmetterlinge fotografieren. Nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen, oder? Gar nichts. Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte im Elsertal verwüsten, haben wir von einigen tragischen Nachrichten aus der Nähe von La Romola gehört. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Welche Motivation könnte sich hinter solch einer feigen Tat verbergen? Das hoffen die Carabinieri, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden. Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Oh, verdammt. Martha verlor ihre Seele. Martha.
So, und nochmal auf YouTube eine kurze Warnung. Ihr seid vorgewarnt, wenn ihr nicht auf Blut und ganz schön gory Stuff könnt, dann solltet ihr jetzt wegschalten. So, hätten wir die Szene auch erledigt.